Für den Text der hinduistischen Gottheit Vishnu verwenden wir den Wikipedia-Artikel. Du kannst aber natürlich auch irgendeine andere Webseite nutzen und parallel mit mir mitarbeiten. Ich überfahre den gesamten Text bis und mit dem zweiten Abschnitt und mit einem Rechtsklick kopiere ich ihn in den Zwischenspeicher. Nun öffne ich Word und anstatt ihn jetzt einfach einzufügen, wähle ich diesen Befehl hier unten. Hier hast du drei Optionen. Der erste ist ursprüngliche Formatierung beibehalten. Du siehst gleich, es wird die Formatierung von Wikipedia übernommen. Das hat gewisse Vorteile. Meine Erfahrung ist, es gibt mir nachträglich meist mehr Arbeit. Deshalb arbeite ich lieber entweder mit dieser Option, die die Formatierungen des bestehenden Dokuments übernimmt, oder eben nur den Text übernehmen, also unformatiert einfügen. Ich mache also das. Und übrigens hättest du immer noch im Anschluss die Möglichkeit, das nachträglich noch zu ändern. Jetzt hast du sicher gesehen, dass da viele Inhalte drin sind, die wir gar nicht brauchen, zum Beispiel für Bildunterschriften, die mitgekommen sind, oder so sehr detaillierte Hinweise, die wir auch löschen. Es hat das Inhaltsverzeichnis, das wir uns sparen können. Zum Teil etwas großzügige Zeilenschaltungen. Es hat in eckigen Klammern Fußnoten, die wir ebenfalls nicht brauchen. Zum Beispiel auch hier. Zur Sicherheit schaust du am besten nochmals in der Vorlage nach. Da siehst du, was es wirklich braucht und was du dir sparen kannst. Nun legen wir gleich noch die Seitenränder fest, wiederum unter Layout, Seitenränder, benutzerdefinierte Seitenränder. Da soll oben 2 und unten ebenfalls 2 cm Rand belassen werden, links dagegen 3 und rechts nur 2. Und dann speichern wir die Datei gleich auch noch, damit wir sie mal in Sicherheit haben über dieses Diskettensymbol oder eben Datei speichern unter. Da gebe ich einen sinnvollen Dateinamen und wähle einen Speicherort, wo ich die Datei wieder finde. Ich nehme hier den Desktop. So, jetzt ist sie in Sicherheit.